Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 105 von Aborion. Ja, wir haben letztes Mal da so ein paar Waffen angebaut. Da müssen wir noch gucken, dass wir Kanoniere kriegen, die das dann bedienen können. Und das war unser Ziel. Da sind wir hier ja an der Station. Wir sind noch nicht ganz angedockt, aber gleich. So, dann würde ich sagen, nach dem Intro machen wir das dann, ne? Bis gleich. So, dann gehen wir mal in die Station und schauen zu, dass wir hier Crewmember kriegen. Hier gibt es auch welche. Wie viel brauchen wir? Zwei brauchen wir. Habe ich ja jetzt von Thomas gelernt, dass man hier unten sehen kann, wie viel... Ah ne, das waren Piloten, das sind die falschen. Kanoniere gibt es hier gar nicht, ne? Gut, dann bedeutet das, wir müssen hier schlecht ausgebildete Leute nehmen. Na, sonst ist da ja nichts. Ne, dann heuern wir die an und alles ist gut. Dafür müssen wir dann nochmal in unsere Personalplanung gehen und die beiden hier hinzufügen. Sollte aber auch klappen erstmal, ne? So, dann haben wir das geschafft. Dann können wir mal vorfliegen und dann müssen wir mal schauen, ob wir da oben bei den Asteroiden dann irgendwo einen gelben finden, den wir mal ein bisschen farmen können, ne? Ach so, wir sollten vielleicht nochmal gucken, wie wir sie eingestellt haben. Nämlich gar nicht richtig. So, das ist eine Waffe zum Schießen, das ist auch eine zum Schießen und das ist eine zum Bergbauen, ne? Und hier unten machen wir mal eine Null raus, dass das weg ist. Gut. Bergarbeiter. Habe ich doch hinzugefügt, oder? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Nein, ne? Passt doch, oder? Bergmänner. Wieso stand da, dass mir die fehlen? Das war falsch. Nochmal hier rein? Nee. Bauen war es. Hier stand das eben. Na, okay, das war wohl noch alt. Gut, dann mal schnell hier in diesen Asteroidengürtel. Und schauen, ob wir da den einen oder anderen gelben Asteroiden finden, den wir dann mal abbauen können. Sehe leider keinen. Ist ein bisschen neblig hier. Hier ist gar keiner zu sehen. Hier gibt es keine Rohstoffe. Also hier gibt es bestimmt welche, die irgendwo drinnen versteckt sind, aber kein für mich jetzt wichtig abbaubarer zu sehen, so ein Shit. Also hier ist nichts. Da gibt es ja noch mehr. Da ist ein grüner. Da ist ein gelber. Dann mal da gerade hingeflogen. Okay, wir müssen eins ausmachen, zwei anmachen. Zwei anmachen. Gut. Wir sind noch zu weit weg. Noch zu weit weg. Jetzt geht's. Und die Lady ist wieder dran. Ne? Sehr schön. So, wir kriegen da tatsächlich jetzt Ressourcen raus. Jetzt nicht optimal, aber wir kriegen auf jeden Fall Xanion abgebaut. Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal gerade in die... nicht in die Karte. Wir gehen hier über den Link in die Karte. Ah, danke. Shift und klicken, oder wie war das? Können wir das mal machen? So, jetzt haben wir es. So, Handelsposten. 815. Einmal dahin geschickt, die Lady. Müssen wir nochmal auswählen. Da kann die nicht hinspringen. Doch, kann sie, oder? Ne, kann sie nicht. Kann sie hier hin? Lady. Spring doch einfach mal irgendwo hin. Ach, ich kann nur springen, indem ich so klicke. Okay, 1912 Asteroiden, da wird es auch hoffentlich mal was Längeres zu tun haben dann, ne? Jetzt muss ich nur warten, bis er da durch ist, ne? Das ist das Doofe. 384, 136, nee, das ist das hier.
Doch, 384, 136 ist das Ziel. Gut, in der Zeit können wir mal gerade hier den Miner gucken. Der hat doch bestimmt gar nichts zu tun dann, oder? Der hat eine Aufgabe. Macht er das die ganze Zeit oder macht er nichts mehr? Dann macht er auch nichts mehr, ne? Ich glaube, der macht nichts mehr. Hier ist ein Ressourcendepot, ne? Lass uns doch mal den Miner, haben wir ausgewählt? Ja. Lass den mal dahin fliegen. So, dann das. Dann das. Macht jetzt einen Sprung dahin. Gut, ne? So, jetzt machen wir das. So, er ist jetzt hier, richtig? Da gibt es genug Asteroiden. Er soll das abbauen. Dann soll er hier rüber fliegen. Dann soll er das abbauen. Dann soll er es nicht abbauen, sondern dann soll er die Erze raffinieren. Dann soll er wieder zurückspringen. Und dann geht es wieder mit dem Abbauen los hier. So, jetzt haben wir den Miner aktiv. Gut. Und das ist die Lady, ne? Oder? Ne, da ist die Lady. So, die Lady ist jetzt hier bei 1894 Dingens. Soll jetzt hier abbauen. Und hier auch raffinieren. Und dann wäre schön, wenn sie das nochmal wiederholt. Aber das macht sie da nicht. Auch schön, ne? Wieso geht das wieder nicht, ey? So, da abbauen, da das machen und dann wiederholen. Geht das jetzt? Ich glaube, das ist jetzt hier falsch gelaufen, ne? Nochmal das Ganze. Die Lady springt jetzt dahin. Soll dahin springen. Soll da abbauen, soll da raffinieren und soll da auch das wiederholen. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Okay, das ist erledigt. Hier bauen wir gerade weiter ab. Ressourcen noch sammeln für unseren Transportblock, ne? Also ein paar kommen wir hier rein, ne? 75 haben wir ja schon. Oh, jetzt ging mal was schneller hier. 306 haben wir jetzt schon. Besatzung Reiter 1 wurde bezahlt. Sehr schön, 535 haben wir schon. So, jetzt kriegen wir erstmal ein bisschen Xanion. Wird das auch mehr? Nee, ne? Okay. Der driftet weg, den müssen wir ganz schnell abbauen. Okay. Jetzt sehen wir auch was, wenn wir den angeklickt haben, wie viel da noch drin ist, ne? So, jetzt 880 auf. Nix. 1076, da ist es. Da haben wir eine kleine Spitze weg und jetzt den noch. Ach, da links ist sogar noch einer, ne? Aber ich gucke jetzt erst nach dem Transporter-Block, dass ich den bauen kann. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr da. Intensiver abzubauen. Ja, da müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie noch jetzt Air-Laser kriegen. Da ist da noch ein bisschen mehr.
1391. Ist ja schon mal was. So, jetzt ist weg. Jetzt lass uns mal ins Baumenü gehen. Trägheitsdämpfer gibt es hier nicht. Was haben wir denn hier? Energiecontainer haben wir hier, Triebwerke, Generator, Gerüst. Xanion-Panzerung gibt es nicht. So, Transporterblock, wo war der? Da. Jetzt gucke. Sehe ich den hier? Steuerung C, Steuerung V. Und dann Transporterblock. 22.782. Alles klar, wissen wir Bescheid, wie groß das wird. Gut, das bedeutet, wir müssen den ein bisschen kleiner ziehen. Bisschen viel kleiner. Also so kannst du einen bauen. Jetzt ist die Frage, wie sich die Reichweite erhöht, ne? Rechenleistung 10,3. Rechenleistung durch einen Transporterdock naja, ist okay. Wird schon klappen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier eine Station ist. Was ist das für eine Station? Munitionsfabrik, da fliegen wir doch erstmal gerade hin. Ist nicht ganz so weit, ne? Was ist das da oben? Du hast einen Transporterblock, aber dir fehlt ein Transporter-Software-Upgrade für einen voll funktionierenden Transporter. Alles klar, mehr Probleme haben wir nicht. Okay, dann schauen wir mal. Ausrüstungsdock gibt es hier auch. Haben wir da eine Software? Güter handeln. Ausrüstung handeln. Ne, das wäre da. C43-Detektor in blau. Energie nach Schild. Ich glaube, da sind wir hier mit nix unterwegs. Das funktioniert hier nicht. Gucken wir gerade nochmal rein, wenn wir hier sind, ob wir einen Airlaser haben, aber den haben wir auch nicht. Gut, dann ist das hier erstmal durch. Okay, dann haben wir schon wieder eine Mission, die uns besagt, dass wir jetzt uns um das die Transporter-Software kümmern müssen. Gibt es hier denn noch weitere Ausrüstungsdocks? Da oben. Ja. Dann geben wir doch da die Koordinaten ein, drehen unser Schiff da hoch und hoffen, dass wir da hinkommen. Und schauen mal danach, ob es da sowas gibt. Was fehlte uns denn noch? Der Energieinverter, ne? Und der war ganz weit weg, ne? Der Energieinverter. Den müssen wir auch noch haben. Ausrüstungsdock da. Ausrüstung handeln. Generator, Upgrade, Radar, Scanner, Upgrade, Quantum, Geschützturm, Geschützkontrolle, Quantum, Verbesserungsanlage, Generator, Energie. Ja, hier gibt es leider kein Upgrade für unser, ne? Gravitationsgeschützturm, Bergbauer wieder, Xanion, aber leider kein R. Da nur Naonit und da unten Trinium. Okay, das bedeutet, da sind wir auch nicht weiter mitgekommen. Ja. Zwei Tore. Ich glaube, das steht da immer dran, weil wir da noch nicht waren, ne? Da waren wir schon überall. Reparatur, Ressourcen, Handelsposten. Was ist hier? Home-Sektor, Privat. Warte mal, wenn da ein Home-Sektor ist, dann fliegen wir den doch mal an, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir da schon waren. Aber da gibt es einen Ausrüstungsdock dann noch zusätzlich. Schauen wir da gerade noch schnell rein. Da flitzt gerade so ein schickes Schiff mit Xanion-Technologien an uns vorbei, ne? So, einmal Sprung und geht los. So, dann schauen wir da nach dem Ausrüstungsdock. Wer da was für uns hat, ne? Schauen wir da. Oh,
Ausrüstung handeln. Antriebsupgrade, Intensivverlängerung, Geschützkontrolle, Quantum Schild, Generator, Quantum Bergbau, Geschützkontroll, Transporter Software da unten. 12 Minuten haben wir. Ausrüstungsdruck voraus, also schnell hinfliegen. Gucken, ob wir das Upgrade kriegen. Ob das dann auch reicht, ist die nächste Frage, ne? Fliegen wir mal da vorbei. So. Wo ist ein Dockingport? Da. Nehmen wir den da. Also näher sind wir da auch noch nicht mit, ne? Aber da stand ja auch, dass wir den Dock brauchen. Das ist ja Transporter-Software brauchen. So, die war hier unten. Kaufen wir erstmal. Und weil es so schön ist, kaufe ich lieber zwei. Hier dürfen wir nicht, weil wir mit denen nicht gut Freund sind. Schade. Hier nochmal reingeguckt. Xanion Bergbauer hier. Xanion, oh, hier ist ein Erdbergbau. Und den darf ich sogar kaufen. Und das sind zwei. Und ich hab sie. Super. Gut, dann sind wir da schon mal sehr gut unterwegs, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal gerade ins Baumenü. Nee. Gucken wir nicht ins Baumenü. Ich gucke erstmal hier rein, ob ich überhaupt Platz habe. Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge das Schiff ein bisschen vergrößern, damit wir das reinbauen können. Und dann werden wir auf jeden Fall die beiden Bergbaulaser austauschen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.